Hallo und herzlich willkommen bei AstroTV. Ich muss leider heute die Kamera halten, deswegen wird es ein bisschen wackeln, weil es zu dunkel ist. Ja. Also, wir sind mal wieder zu zweit offensichtlich hier. Und das Thema diese Woche ist FTMs kennenlernen, so Stammtische, Selbsthilfegruppen oder auch wahrscheinlich also allgemein. Kontakt mit Gleichgesinnten. Genau. Ja, also wenn ihr hier auf dem Channel seid und dieses Video seht, habt ihr schon den ersten Schritt geschafft. Yay! Na, ich denke über Facebook-Gruppen oder diesen, vor allem auch unser Channel, wenn man da einfach die Leute mal anschreibt und nachfragt. Ja, das machen aber auch eigentlich viele, finde ich, also dass sie einen so anschreiben. Wir kriegen ja auch viele Nachrichten, ich habe auch viele Nachrichten bekommen. Ja, ich auch, also ich versuche auch eigentlich allen soweit zu antworten, was ich nicht so gerne mag. Wirkt jetzt vielleicht nicht gerade so nett, aber wenn man mir einfach bei Facebook eine Freundschaftsanfrage schickt und ich noch nie mit dieser Person irgendwas zu tun hatte, ich finde, das ist irgendwie, also ich bin jetzt jemand, ich habe halt bei Facebook auch nur Leute, die ich kenne, und deswegen wäre das schon nett, wenn man mich einfach anschreibt und wenn ich einfach links eine Anfrage schicke. Muss das mal ja einfach mal an. Ja, du hast ja auch tausende von Freunden. Ja, warst du denn schon mal auf so Trans-Stammtischen? Ich? Ja. Nicht. Also ich war auf dieser Trans-Jugendfahrt von Diversity in München, aber sonst, das war recht cool. Kann man den Link mal hier einfügen. Ich wette, die machen nächstes Jahr ja wieder eine Fahrt. Oder wenn ihr in Bayern wohnt, könnt ihr da auch hingehen. Ich kenne mich hier bei uns gar nicht aus in NRW und in Berlin irgendwie auch nicht. In Berlin weiß ich auch nicht. Also hier in NRW weiß ich, dass in Köln auf jeden Fall einer ist. Da war ich ein einziges Mal. Wie war's? Also ich habe gemerkt, das ist jetzt nicht meins, also ich brauche das nicht, ich muss mir das nicht anhören von anderen oder so. Reden Sie dann auch nur über OPs und Tests? Ja, also jeder hat so erstmal so über sich geredet, so seinen Stand der Dinge. Ja, und man konnte halt, ich denke mal, man kann so Fragen klären und überhaupt, ja, um vielleicht gerade ganz am Anfang ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, um so ein bisschen auch da echt erste Kontakte zu knüpfen oder überhaupt mal zu sehen, ja, wie geht's anderen dabei. Aber also für mich war es ehrlich gesagt nichts. Ich glaube, dafür muss man auch so ein bisschen der Typ sein. Vielleicht auch einfach, wenn kein Bedarf da ist, richtig. Aber ich versuche da auch nochmal einen Link zu finden. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das hieß. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie hast du den denn gefunden? Den Stand? Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn auch gegoogelt habe oder damals. Ich war da mit Nana damals. Keine Ahnung, ob sie da mir was gesagt hat. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe das irgendwie selber raus. Also am besten, ich meine, wenn man noch keinen Kontakt mit dem Gleichgesinnten hat, dann ist es vielleicht einfach so einen Kommentar unter Videos zu schreiben oder bei Facebook uns anzuschreiben oder andere Leute im Channel oder allgemein halt über das Internet zu finden, am allereinfachsten. Ja, aber ja, ich glaube, ja, dieses in München ist auf jeden Fall was richtig Gutes. Ja. Ich habe es da leider nicht geschafft, mal bei dieser Fahrt mitzumachen. Jetzt bin ich leider zu bald. aber ich würde es auf jeden Fall wahrnehmen, wenn ich noch mal jünger wäre. ja, dabei sehe ich doch aus noch wie frische 18. Und sonst? Ja, bei uns war es jetzt so noch ein bisschen anders, weil es ist ja schon ein bisschen her, als wir uns kennengelernt haben. Ich glaube, damals war das noch nicht wirklich so mit Facebook. Ich weiß es gar nicht. Das ist besser geworden mit der Präsenz im Internet und auf YouTube und Facebook. Ja, und auch viel leichter einfach. Ja. Also ich habe mich ja nur mit dir und meinem Bruder darüber unterhalten. Ja, schon krass, dass wir uns da so gefunden haben. Ne? Also so, irgendwie, man hat da ja so ein Gespür für gehabt zwar, aber... Ich wusste es ja nicht, als ich dich angeschrieben habe. Ich wusste es auch nicht. Sympathisch aus. Ja, das war irgendwie voll Zufall. Also so ein bisschen. Vielleicht haben wir, weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie es dazu kam. Ich würde gerne diesen Chatverlauf nochmal lesen. Ich auch, aber SchülerVZ gibt es ja leider nicht mehr. Und da konnte ich auch nichts davon retten. Gibt es SchülerVZ noch? Schuli gibt es noch. Aber dass das Leute nutzen, ist mir auch unbekannt. Wie gesagt, ich würde es einfach mal ausprobieren. Vielleicht so ein Stammtisch. Oder wenn man irgendwo wohnt, wo es sowas nicht in der Nähe gibt, dann ja, einfach mal vielleicht in diesen Facebook-Gruppen schauen. Also die größte ist, glaube ich, dieses F2M. Und da vielleicht einfach mal so fragen, ob jemand aus der Gegend kommt oder
oder halt uns anschreiben oder andere Leute anschreiben. Wir schreiben auf jeden Fall alle gerne zurück. Das kann bei mir manchmal dauern. Ja, Sam ist halt mit seinen 5000 Facebook-Freunden etwas. Ja, daran geht's gar nicht. Ich vergesse es einfach. Also ich lese es dann auch und lese es mit Interesse, aber irgendwie will ich mir dann Zeit dafür nehmen zu antworten. Ich finde irgendwie wirklich Zeit und ich will halt auch nicht so eine 2 Sekunden Nachricht schreiben. Das ist, ja, weiß nicht, schön, dass du mir schreibst. Danke, tschüss. Dann vergisst man es manchmal auch, dass man da ja eigentlich zurückschreiben wollte, als Kind. Also du meinst, wenn man nicht mehr ist? Ich auch nicht, was ich mache, aber ich schreibe eigentlich meistens immer schnell zurück. Ja, ich habe halt kein Leben. Nein, Quatsch. Ah, mein Arm fällt gleich ab. Das ist wunderschön. Das ist auch wunderschön. ja, also ich habe, glaube ich, sonst nichts mehr großartig zu dem Thema zu sagen. Also kann man ja auch wirklich nicht. Nee, also... Ich habe mir auch schon ein bisschen analysiert, aber wenn man selbst schon mal beim Stammtisch war, vielleicht wollte ich dir mal überlegen, wie du da hingekommen bist. Ja, also ich versuche auch diesen Namen herauszufinden und vielleicht links und man weiß es nicht. Hast du dem noch etwas hinzuzufügen? Ja. Gut, dann, ich glaube, es wird unser letztes Video gemeinsames sein. Nein, wir machen noch einen Abschiedsfeier. Okay, gut, dann nehme ich alles zurück, nehme ich alles zurück auf meine Abschiedsfeier. Ja, okay, so machen wir das. Also dann bis zur nächsten Woche. Au revoir.